Hallo und willkommen hier bei Rotude TV. Ich bin der Bernd und heute mal eine coole Geschichte. Die Sim Valley Android Armbanduhr aus dem Hause Pearl. Warum wollen wir euch die mal zeigen? Weil es einfach ein richtig cooles Gadget ist. Die Android Armbanduhr, die kommt mit Android 1.6. Da ist ein 1,54 Zoll Touch Display dabei. Dieses Teil hier, das zeige ich euch aber gleich mal noch richtig, wie das funktioniert. Die hat einen Micro-SD-Kartenleser mit drin, natürlich SIM-Karte. Die kommt mit Bluetooth. Die kann Media Player Sachen abspielen, die hat diverse Extras, ein Telefonbuch, ein Radio mit drin und und. Wir packen die erstmal aus, die ganze Geschichte. Schön verpackt, alles schön hochglänzend, seht ihr hier. So, die Uhr ist schon mal hier drin. Ich hole die mal hier raus, was ist denn da eigentlich alles dabei? Zum einen natürlich die Uhr selber. Dann ist hier dabei so ein spezieller Kopfhörer oder ein Headset und ein USB, Micro-USB-Kabel ist dabei. Dieses Headset kommt mit dem Micro-USB-Anschluss, wie der angeschlossen wird, das zeige ich euch dann natürlich noch. Kopfhörer und Mikrofon natürlich und mein USB-Kabel, das kennt ihr auch alles. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Uhr. Die Uhr kann man hier schon mal sehen, fühlt sich sehr gut an. Auch am Armgelenk passt die ziemlich gut, finde ich. Gefällt mir schon mal cool. Hat einen geilen Style. Was hat die alles dabei? Hier ist ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Man kann also auch hier direkt telefonieren ohne den Kopfhörer. Hier ist ein kleiner Deckel. Wenn man den aufmacht, befindet sich hier unter ein Micro-USB-Anschluss. Und hier ist der An- und Ausschalter. Auf der Rückseite befindet sich der Deckel. Den macht man auf dieser Ecke auf hier oben. Da ist so eine kleine Einkerbung. Ich gehe also mal kurz rein. Dann habe ich die schon auf. Hier ist mein Akku drin. Der Akku hält eigentlich so für einen Tag. Passt ganz gut. Hier ist dann das Fach für meine SIM-Karte. Und hier ist das Fach für eine Micro-SD-Karte. Und die beiden setzen wir jetzt auch gleich mal ein. Die Micro-SD-Karte mit dem Pin so hier rein, zuklappen und hier kurz, muss da hochgeschoben werden. Seht ihr, jetzt ist die eingerastet. So, jetzt brauchen wir noch eine SIM-Karte. Ich habe mir da extra mal eine besorgt. Gibt ja auch die Micro-SIM und die SIM-Karten. Hier kommt einfach eine SIM-Karte rein. Seht ihr, passt perfekt. Auch dies gleiche wieder rein, kurz hochgeschoben, um das Ganze zu arretieren. So, dann ist die auch fest. Dann kommt der Akku wieder rein. Die Pins, die hier sind, die kommen hier ran. So, passt alles. Deckel drauf. Und das war es schon mal zum Thema Vorbereiten für die Uhr. Einschalten hier. Ein paar Sekunden halten. Und dann schaltet sich die Uhr auch schon ein. Die Uhr wird gestartet, der PIN ist drin, könnt ihr sehen, ich muss PIN-Code einmal eingeben, dann gehe ich auf OK und jetzt ist praktisch die SIM-Karte freigeschaltet. Ich komme auf mein Standard-Display, auf die Uhr, anrufen. Ich wähle jetzt mal eine Nummer. Das klappt ganz gut mit dem Wählen. Das wählen wir jetzt mal an. Ja, bei mir zu Hause klingelt's. So, ich lege wieder auf. Es funktioniert also ganz gut. Und jetzt rufe ich auch mal diese Nummer an mit meinem anderen Handy. Achtung. Cool. Kann jetzt hier annehmen oder kann wieder auflegen. Ich lege jetzt hier einfach mal auf. Anruf beendet. Wenn ich den Anruf beende, ist er automatisch an die Mailbox rangegangen. So, jetzt gehe ich wieder auf mein... Achtung, ich habe eine Nachricht bekommen, habt ihr gehört? Neue SMS-Mitteilung, eine nicht gelesen. Ansicht, wird geladen. Mailbox, der Anrufer. Meine Mailbox hat also praktisch jetzt einen Anruf erhalten von dieser Nummer. Ich kann jetzt hier
mir diese Nachricht anzeigen lassen. Der Anrufer kann die Nachricht hinterlassen, könnte den auch einfach direkt zurückrufen, den Sender anrufen, dann würde er die Nummer jetzt anrufen und mein Handy klingelt. Also Telefon funktioniert ganz gut, muss ich mal so sagen. Jetzt geht es aber weiter, die Uhr kann ja viel mehr als nur ein Telefon. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin eine SIM-Karte rein. Neben dem Anrufen, was natürlich super cool ist, haben wir einen Audioplayer dabei, der MP3s abspielen kann, der WAV-Dateien abspielen kann. Das macht er ohne Probleme. Dann haben wir natürlich dabei einen SMS-Messenger natürlich, habt ihr gesehen. Kann ich eigene SMS verfassen. Ich habe hier eine Foto-App dabei, die kann JPEG, die kann GIF, BMP, PNG. Also auch die alle bekannten Formate. Der Videoplayer selber, der kann das MPEG-Format, also MP4, spielt er nicht ab. Müsst ihr ein MPEG-Format umwandeln, spielt er die ab, die ganzen Geschichten. Wenn wir weitergehen, bei dem Media-Player, der hier dabei ist, bei der Musik, der kann OGG, MP3 und WAV abspielen, wenn ihr die dabei habt. Und ich habe hier vorhin eine SD-Karte rein. Ich klicke also mal hier an auf mein SD. Gehe auf meine Speicherkarte, bekomme ja angezeigt, wie viel Gesamtspeicher und wie viel noch frei ist davon. Klicke auf die Speicherkarte auf Öffnen. Jetzt kann ich mich hier praktisch durch die Speicherkarte nach unten zappen und sehe hier mal ein Bild. Kann ich anklicken, Ansicht, wird hier geladen. Könnt ihr sehen. Dann gehe ich auf Zurück. Dann habe ich hier zum Beispiel auch mal einen Song drauf gemacht. Wiedergeben. Funktioniert. Der Lautsprecher ist natürlich nicht super riesig laut, aber der spielt ab. Ihr würdet es ja eigentlich mit dem Kopfhörer hören. Also Musik funktioniert auch. Wie gesagt, MP4 habe ich probiert. Wenn ihr ein MP4 reinmacht, dann versucht der Player das zu laden. Sagt euch aber dann, dass er ein MP4 nicht laden kann. Wir haben dann noch den Alarm. Da könnt ihr euch einen Wecker einstellen, wann ihr morgens aufwachen wollt oder nicht aufwachen wollt, wie oft das wiederholt werden soll. Dann haben wir unsere Bluetooth-Einstellung, über die wir zum Beispiel auch Daten übertragen können. An ein anderes Headset zum Beispiel, das könnte das. Das Gerät funktioniert mit Bluetooth 2.0. Ich kann mein Gerät also auch koppeln, zum Beispiel im Auto, wenn ich einen Bluetooth-Empfänger habe. Meine Einstellungen kann ich Telefoneinstellungen machen, verschiedene Benutzerprofile. Die Anrufeinstellungen kann ich verändern. Werkseinstellungen, Konnektivität, also mit was soll der verbunden sein. Ich kann hier ein Konto anlegen zum Beispiel. Ich habe unterschiedliche Sicherheitseinstellungen, also kann denn die SIM-Karten-PIN zum Beispiel verändern. Ich habe hier verschiedene Netzwerkeinstellungen von der SIM-Karte, die Netzwerkauswahl oder die Voreinstellungen, wenn ich das automatisch haben möchte, zum Beispiel fürs Ausland. Anrufeinstellungen kann ich Wahlwiederholungen machen, Anrufzeiterinnerung, Annahmemodus soll er automatisch annehmen, nicht automatisch annehmen zum Beispiel. Ich habe unterschiedliche Benutzerprofile, allgemein lautlos, ich bin in einer Besprechung oder ich bin draußen, je nachdem, ob das denn lautlos klingeln soll oder ob es gar nicht klingeln soll, das kann ich mir hier einstellen. Dann habe ich hier eine Stoppuhr dabei. Also auch die Standardfunktionen, die man braucht. Hier habe ich dann mit Zwischenzeiten mit drin zum Beispiel. Dann habe ich ein FM-Radio mit drin. Bei dem FM-Radio ist allerdings so, dass ihr da das Headset für angeschlossen haben müsst. Dann könnt ihr tatsächlich Radio hören unterwegs. Das funktioniert auch ganz gut, das habe ich ausprobiert. So, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier den USB anschließe? Dann fragt er mich nach, ob ich das denn als USB Massenspeicher verwenden möchte. So, jetzt kommt hier USB-Ladegerät angeschlossen, also hiermit wird die Uhr auch aufgeladen. Seht ihr oben an dem Icon, dass der lädt. Und ich habe hier einen Massenspeicher. Wenn ich hier einen Massenspeicher einschalte, dann wirkt praktisch auf meinem Computer die SD-Karte, die hier drin ist, als interne Karte angezeigt und ich könnte jetzt Daten da drauf schieben oder verschieben, wie ich das gerade möchte. Also hier habe ich den Dateimanager praktisch, habe das jetzt hier direkt angeschlossen an
meinen Mac. Und hier könnt ihr sehen, hier habe ich den Song, den ich abgespielt hatte. Hier habe ich die Bilder, die ich mir habe anzeigen lassen. Also PNG ging ohne Probleme. Die MP4s, die zeigt ihr mir nicht, weil ich einen MPEG haben muss. Wenn ich also jetzt Dateien einfach bei Drag and Drop hier draufgezogen habe, klicke ich auf die SD-Karte, sagt er zu mir, Achtung, USB-Funktion nicht zugelassen, weil er jetzt gerade im Massenspeicher, also im Festplattenmodus ist. Wenn ich das USB-Kabel wieder abgezogen habe, gehe ich wieder auf meine Speicherkarte und sehe jetzt auch wieder auf Öffnen meine Bilder, die ich da drin hatte. Der Akku hält knapp einen Tag, was mir nicht so gut gefallen hat. Naja, es ist halt Android 1.6 drauf, aber das ist auch ein bisschen der Speichergröße geschuldet und dem Prozessor, der drauf ist. Ich mag die Kopfhörer nicht so, weil das ja diese mit dieser großen Fläche sind. Die sind für mein Ohr gar nichts. Man müsste mal sehen, ob man da Ersatzkopfhörer für bekommt. Müsste ich mal schauen, weil der natürlich diesen besonderen USB-Anschluss da dran hat, diesen Micro-USB-Anschluss. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vom Hersteller auch andere Kopfhörer dafür gibt. Die Uhr kostet bei Pearl nicht einmal 70 Euro. 70 Euro für eine Android-Uhr, das finde ich extremst cool. Muss ich ehrlich sagen, die ist ihr Geld auf jeden Fall wert und die ist ein echter Hingucker, wenn ihr unterwegs seid. Die Uhr geht super einfach zu bedienen, ihr habt es gesehen. Die Funktionen, die dabei sind, die reichen. Ich habe Bilder, ich habe Videos, ich habe SMS. Ich habe MMS-Support, ich kann damit telefonieren, ich kann Radio hören, ich habe eine Stoppuhr, ich habe einen Wecker mit drin, ich kann ganz viel Musik damit hören, da passen 32 GB Micro-SD-Karte rein. Also wenn ihr euch einen iPod Touch oder irgendeinen MP3-Player kauft, der nicht viel günstiger ist als so eine Uhr, könnt ihr damit auch nicht wirklich mehr machen. Für mich ganz kleine Kaufempfehlung, ganz ehrlich. Nochmal, Sim Valley, die Uhr gibt's bei Pearl. Link habe ich euch auch unten reingepostet. Für nicht mal 70 Euro ist ein Must-Have für jeden Android-Freak. Ich bin der Bernd, ihr seid ihr bei UTUDTV. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert. Und wenn ihr Tipps und Anregungen habt, sagt einfach Bescheid, postet es hier rein. Ich schaue mal, was ich für euch tun kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.